Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meschi.ch. Ich bin wieder einmal am Rüschen nähen und ich habe im Moment einen Stoff vor mir, der ein bisschen zu dick ist, um ihn mit Nadeln zu fixieren. Und ich bin auch zu faul, muss ich ehrlich zugeben. Immer wenn ich zu faul bin für gewisse Arbeiten, kommen mir wieder Ideen. Und zwar, anstatt diese Rüschen festzustecken und dann zu steppen, spare ich mir diesen Arbeitsschritt mit den Nadeln und bin gleich an die Nähmaschine habe mich gleich an die Nähmaschine gesetzt. Es ist schon sehr spät, ich habe ein bisschen Mühe mit Reden. Habe ich mich gleich an die Nähmaschine gesetzt und habe das mit dieser kleinen Schablone direkt an der Nähmaschine gemacht. Ich zeige euch das jetzt am besten mal. Ich bin gleich fertig. Ich habe extrem Freude. 5 Meter Stoff vernäht. So, also. Ich lege diese Schablone hier rein. Ziehe den Stoff bündig hier rüber. Nehme die Schablone raus und dann nähe ich. Bis ich auf der Lasche drauf bin, die ich jetzt gerade gelegt habe. Dann nehme ich die Schablone und lege diese unter den Stoff. Nehme den Stoff so rüber, die Schablone raus und dann muss ich wieder schauen, dass ich hier bündig bin in der Mitte und auf der anderen Seite auch. Dann kann ich hier wieder nähen und dann geht das wieder von vorne. Und so geht das weiter und weiter, bis ihr, so wie ich, morgens um 2 Uhr immer noch am Nähen seid und denkt, mein Gott, diese 5 Meter hören niemals auf. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe nur noch so viel. Ha! Und dann bin ich fertig. So. Ich wünsche euch viel Spaß. So, die 5 Meter Stoff werden nun geschafft. Und ich bin es auch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir doch bitte unten bei den Kommentaren hin oder Anregungen oder irgendwas. Ich bin total müde. Ich wünsche euch eine gute Nacht und viel Spaß beim Ausprobieren. Auf Wiedersehen!